Hallo und herzlich willkommen. Ja, Homeworld Remastered schauen wir uns an. Homeworld ist ja eine tolle Echtzeitstrategie-Reihe. Ich hätte beinahe gesagt gewesen. Ich weiß es gar nicht. Den neuesten Teil kenne ich nicht. Der war auf jeden Fall früher legendär und ich habe Homeworld Deserts of Karak haben wir hier schon gespielt. Das spielte sich dann aber auf der Planetenoberfläche ab. Hier geht's ins Weltall. Und ja, genau, darum geht's eigentlich hier. Die Remastered Collection besteht aus dem Teil 1 und 2. Wir gucken jetzt mal hier in den ersten Teil. Und das Tutorial habe ich schon gemacht, ist aber ein paar Tage her. Mal gucken, ob ich mich wieder zurechtfinde. Und wir steigen einfach mal ein in die Einzelspielerkampagne. Und ihr seht, das habe ich nicht abgeschlossen. So, da geht es jetzt irgendwie drum. Ist die Story, ich habe keine Ahnung, was es da eigentlich geht. Storymäßig ist, glaube ich, auch zweitrangig. Was Homeworld so mit als einziges? Ich halte mal die Klappe, vielleicht gehen wir die Storykarte ein bisschen erzählt. 100 years ago. A satellite detected an object under the sands of the Great Desert. An expedition was sent. An ancient starship buried in the sand. Deep inside the ruin was a single stone that would change the course of our history forever. On the stone was etched a galactic map and a single word more ancient than the clans themselves. Higara, our home. Wahrscheinlich geht es darum, dass wir wieder zurück nach Hause wollen, von dem wir bis dahin noch gar nicht wussten, dass wir eins hatten. The clans were united and a massive colony ship was designed. Construction would take 60 years. It would demand new technologies, new industries, and new sacrifices. The greatest of these was made by the scientist Karen Saget, who had herself permanently integrated into the colony ship as its living core. She is now Fleet Command. Das nenne ich mal Hingabe. The guide stone united the entire population. Every mind became focused on the true origin of our people. Every effort on the construction of the ship that would seek it out among the stars. Scaffold control standing by. All stations green. You're cleared to approach. You got it. Bays 8, 9, and 10 sealed. Scaffold decks A, B, C secure. Decks D and E secure. Scaffold secure. All systems green. Release crew standing by. What a beautiful sight. This is Fleet Command. Reporting mothership relaunch status.
Command online. Resourcing online. Construction online. Cryogenic subsections A through J online. K through S online. Scaffold control, stand by for alignment. Alignment confirmed. Stand by, release control. All caliper banks released. The mothership has cleared the scaffold. We are away. Stand by for command line testing. Command line green. Initial fleet in position. Destination canceled. So, jetzt kommen wir doch langsam zum Zug. Was ich erzählen wollte, also ich erzähle es gleich. Vorher schiebe ich noch was ein. Intelligence going online. Our task is to analyze all sensor data and generate mission objectives. Before the hyperdrive test, several trials must be completed. Test construction by building the primary research ship. Test resource processing by harvesting the asteroids provided nearby. Hyperspace module charging. 35% capacity and rising. The mothership will be ready for the hyperdrive test in 10 minutes. Ich würde gerne mal irgendwie Pause jetzt hier gerade mal schnell machen. Stand by to begin combat trials. First, we will be monitoring formation performance. Target drones have been provided here. Assign a formation to your fighters and destroy the drones. Okay, jetzt hätte ich aber gern irgendwie mal sowas wie Pause und... Kriege ich nicht hier irgendwann mein Menü irgendwo hin? Nee, die Zeit läuft unänderlich weiter, habe ich so ein bisschen den Eindruck. Leertaste? Es gibt, glaube ich, einfach keine Pause hier. Gibt's bestimmt, ich find's nur nicht. Ich komme mir auch nicht mehr ins Menü. Ich erzähle einfach mal weiter, was ich erzählen wollte. Ich habe, kleiner Lesetipp, weil wir hier gerade so ein schönes Sci-Fi-Setting haben. Ich habe zu Ende gelesen Tri Solaris. Das ist großartig. Also wer gerne liest und mal ein bisschen etwas anderes Science Fiction haben möchte, sollte sich das antun. Man kennt es vielleicht von der Serie Three Body Problem. Die lief irgendwie auf Netflix. Auch ganz gut anzuschauen. Das Buch legt natürlich nochmal eine Schippe oben drauf. Oder die Bücher, es sind eigentlich drei Bücher. Die drei Sonnen. Das Mittlere habe ich vergessen. Der dunkle Wald, die drei Bücher sind das. Und ich habe mir die Trilogie in einem Band gekauft. Das ist so ein richtig fetter Wälzer. Das sind so 1700 Seiten. Macht sich dann auch gut im Bücherregal, optisch und haptisch ist es auch schön. Und lässt sich auch super gut lesen. Es ist wirklich eine Top-Science-Fiction. Also wer das sich so im Science-Fiction-Umfeld bewegt und lesen mag, das ist ein super Tipp. Also wirklich klasse. Also es, ich erzähle nicht zu viel. Es ist wirklich super. Lässt sich super lesen und ganz toll. Gut, was ich hier zu Homeworld noch erzählen wollte. Ich glaube, das war so mit eines der ersten oder das erste Weltallspiel im Strategiebereich, was tatsächlich mal so die dritte Dimension in den Raum gesetzt hat. Die meisten Spiele sind ja doch irgendwie 2D-mäßig, also man fühlt sich dann manchmal so ein bisschen wie auf so einem Seekampf. Das heißt, die Schiffe sind alle auf der gleichen Ebene und fliegen da so rum. Manchmal sind die halt optisch auch mal so ein bisschen unten drunter oder so. Aber im Großen und Ganzen ist es eigentlich so, dass die auf so einer planen Karte eigentlich sich bewegen.
Bei Homeworld war es tatsächlich so, dass man auch die Höhen verändern konnte, dass man auch sich quasi frei in diesem Raum bewegen konnte. Ähnlich gab es das schon mal bei Submarine Titans. Das ist so ein U-Boot-Echtzeitstrategiespiel. Und da konnte man auch die Höhen des eigenen oder der eigenen Verbände verändern, damit die mit der Höhe der Gegner irgendwie übereinstimmten und konnte quasi auch so aneinander unten durch oder oben drüber schwimmen. Und Homeworld ist da eben so ähnlich und das ist eigentlich schon mal eine ganz interessante Geschichte. So, ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Ich klicke mal auf Aufgabenziele. So, ich soll ein Forschungsschiff bauen. Ich soll Rohstoffe in Asteroiden ernten. Ich soll die Zieldrohnen mit einer Formation vernichten. Das klingt ja schon mal gut. Die Erforschung von Antrieben und Waffen ist zu gefährlich, um sie im Mutterschiff durchzuführen. Bauen Sie ein Forschungsschiff, in dem die Experimente sicher vorgenommen werden können. Das heißt, ich würde jetzt mal spontan hier auf Bauen klicken. Da kann ich aber nur Jäger bauen. Das heißt, ich muss vielleicht hier irgendwas machen. Jägerforschung. Gesamte Forschung. So viel habe ich hier noch nicht so richtig, gell? Aber der wollte ja vorher was anderes von mir. Wie komme ich denn jetzt aber hier wieder zurück? Ja, vielleicht hätte ich das Tutorial doch machen sollen. Ich bin ja hier komplett verloren. Wir klicken das hier mal ein. Also da soll ich irgendwie hin. Und wahrscheinlich mit rechter Maustaste kann ich jetzt hier... Ah, da war was. Also hier kann ich das dann... Na, seht ihr, da kann ich jetzt hier die Höhe quasi auch verändern, wo ich da hin schippern will. Und jetzt fliegen die los. Wie bewege ich aber hier die Karte aus der Welt? 100. Ah, mit der rechten Maustaste bewege ich das. Und die große Frage ist, wie finde ich denn meine Schiffe hier wieder? Vielleicht einen Doppelklick drauf machen. Ich habe keine Ahnung, wo ich meine Schiffe finde. Halt, hier sieht da. Und jetzt funktioniert es nämlich auch mit den Pfeiltasten, wenn man weiß, wie man sich bewegt im Raum. Und ready. Jetzt ist irgendwas passiert. Ich habe keine Ahnung, warum ich gerade auf dem Desktop gelandet bin. Vielleicht bin ich mit meinen dicken Fingern auf irgendeine Taste gekommen. Und er mochte das nicht so richtig. Dann fliegen wir doch jetzt mal hier in diese Richtung. Wie kriege ich das denn eigentlich jetzt hier hin, dass ich... Attack complete. Awaiting further orders. Okay, jetzt kann ich Attack die hier mal so ein bisschen... Attack coordinates locked in. Attack coordinates locked in. Destination locked in. Uiuiui, da würde ich jetzt gerne ein bisschen mehr sehen, aber ich komme nicht mehr dran. Was? Ich bin hier gerade wild mit Tasten am Rumhantieren. Ah, stopp. Da war doch gerade sowas wie Zoom. Copy. So, hier sehen wir doch mal unsere Schiffe. Moving to intercept. Jetzt greifen sie hier auch mal hübsch an. Wo wollt ihr denn hin? Ihr sollt hier angreifen. Ah, jetzt greift er an. Das ist fein. Attack Vector laid in. Sieht hier auf jeden Fall auch schon mal hübsch aus, oder? Ich finde, das sieht schon mal hübsch aus. Was habe ich jetzt gemacht? Etwas, was ich gar nicht machen wollte. So, hier, greift doch mal an hier, Leute. Stellt euch doch mal nicht so an. Greift doch bitte mal hier an. So. Also die Steuerung ist nicht unbedingt ohne. Also das Tutorial hat mir gut getan, sonst hätte ich gar nichts gewollt. Und dadurch, dass es jetzt schon wieder irgendwie 2 Wochen her ist, dass ich das Tutorial gemacht habe, habe ich schon wieder alles vergessen. Und komme aber, glaube ich, zurecht. Also das ist ja jetzt ein bisschen einfach erst schon mal, ne? Vor allem das Gute ist, die wehren sich nicht. Ich weiß halt nicht, warum das da manchmal passiert. Target confirmed. Wenn ich wahrscheinlich irgendwo in den Raum klicke, dann kommt dann eher so diese Bewegungsgeschichte. So, das war ja schon mal ganz gut jetzt, oder? Was passiert jetzt? Formation trial complete.
Okay. Flight analysis shows a 22% increase in combat performance. The next trial will test the effectiveness of tactics. Stand by to begin tactics trial. Na, dann machen wir das mal. Use aggressive or evasive tactics and engage the target drones here. Das heißt, hier kann ich bestimmt irgendwas einstellen, oder? Geschwindigkeitsschub, Kamikaze, angreifen, Wegpunkt setzen, bewachen. Man sieht auch immer den Shortcut dann entsprechend oben drüber. Stopp, andocken, bewegen und angreifen. Zerstörung. Also da mache ich sie wahrscheinlich alle kaputt einfach. Was haben wir hier Schönes? Offensiv, defensiv, so Mittel. Ne, das ist passiv. Dann machen wir mal hier. Offensiv. Hier haben wir aggressiv, Schaden erhöht. Ausweichen, Schaden verringert. Okay, das sind anscheinend irgendwelche Stats, die ich hier noch habe. Hier kann ich die Formation umstellen von der Gruppe. Und jetzt legen die hier von alleine kräftig los und dann muss ich halt mir alles anklicken. Die ballern jetzt hier alles ab, das ist doch fein. Das können die doch mal machen hier. Zieldrohnen unter Verwendung von Taktiken zerstören. Ich glaube, das mache ich gerade. Was mich jetzt noch ein bisschen wundert, ist die Sache mit dem Forschungsschiff. Man muss ja einfach unten mal die Symbole anklicken. Rohstoffsammelschiff. Forschungsschiff. Wie, das soll ich doch machen? Ich soll doch ein Forschungsschiff bauen. Sehr gut. So, was passiert jetzt? Bergungstest. Build one and capture the target drone here. So, da sind wir jetzt am Bauen. Jetzt liegen die hier erstmal wieder zurück. Wie lasse ich die zurückfliegen? Lasse ich die zurückfliegen? Einmal klicken und dann sagen, wo es hingehen soll. Und die hier, die lasse ich jetzt mal dahin fliegen. Moving to destination. Das sind nämlich jetzt hier diese Bergungsschiffe. Jetzt habe ich hier wieder zu euphorisch reingezoomt. New research available. Research ship complete. Cool, jetzt haben wir ein Forschungsschiff. Primary research ship has been constructed. Research division is online. Begin fighter chassis research immediately. Da kommt's, guckt mal hier, da ist mein Forschungsschiff. Die alte Flunder. Da ist sie. Sieht so ein bisschen aus wie so ein Manta, oder? Also so ein Rochen. Ein bisschen dick für einen Rochen. Ja, macht ja nichts. Ist auf jeden Fall ein Forschungsschiff. Das ist doch schon mal fein. Große Frage, wie ernte ich denn jetzt hier Rohstoffe? Was sind das hier eigentlich? Zieldrohne, Kampfausbildung. Was soll ich denn damit machen? Soll ich... Ich dachte, ich soll was ernten. Wollen wir einfach mal hier gucken und ernten hier einfach mal ein bisschen was. Ich kann doch bestimmt auch Gruppen machen, oder? Ich muss doch nicht hier bestimmt jedes Mal mit Steuerung 1 kann ich doch bestimmt hier sowas machen. Ja. Meine ich doch. Kann ich hier auch Steuerung 2 wahrscheinlich machen? Und dann kann ich hier auch ein bisschen schneller wechseln. Das ist doch gut. Ach, guck mal, dann fliegt das nämlich auch hier hinterher. Target drone destroyed. Replacement drone is being sent to the same location. Completion of this trial requires a successful capture of the drone. Begin again. Ach so, ich soll die Drone capturen. Ich soll hier gar nicht irgendwie... Standing by. Brauche ich wahrscheinlich ihn hier. Pursuing targets. So, jetzt sind natürlich die Jungs, die sind so aggro drauf. Da muss ich vielleicht mal sagen, haltet mal ein bisschen die Füße still, Jungs. Ja, genau. Komm, ihr fliegt einfach mal jetzt sonst wohin. Und mit ihm hier versuchen wir doch jetzt einfach mal diese komische Drohne einzusammeln, ne?
Wo ist es denn jetzt? Da ist sie. On our way. So, jetzt machen wir das nämlich hier mal ordentlich. Die Musik hat schon so ein bisschen was Meditatives, oder? So, mal gucken, was jetzt passiert. Sammelt er das Ding jetzt ein, oder was macht er? Ich hätte jetzt gedacht, er sammelt das ein. Vielleicht muss ich auf Sammeln klicken und dann sagen Sammeln. Hä? Wo fliegt er denn jetzt hin? Confirmed. Schlurri, du sollst das Ding hier sammeln. Was machst du denn? Wo fliegst du denn jetzt hin zum Sammeln? Aber das ist immer noch Kampfausbildung. Group One copies. Muss ich das vielleicht irgendwie anders machen? Verstehe ich gerade nicht, was ich hier machen soll. Drohne mit Hilfe einer Bergungskorvette übernehmen. Rohstoffe von Asteroiden ernten. Group Two copies. Ist das hier keine Bergungskorvette? Ach nee, guck mal, das ist ein Rohstoffsammelschiff. Ich muss doch wahrscheinlich hier was bauen. Na also, so funktioniert das. Ich muss erstmal hier eine Bergungskorvette bauen, damit das auch klappt. Aber hier die beiden, die können ja hier Rohstoffe sammeln. Da haben wir doch erstmal nichts dagegen, oder? Group 2 reporting. Wo fliegt denn der hin? Ach so. Der bringt ab und zu mal Rohstoff wieder zurück zum Mutterschiff. Und jetzt werden die verbraucht, weil ich ja hier meine Bergungskorvette baue. Salvage Corvette complete. Ja, wo ist er? Man verliert hier unheimlich schnell die Übersicht, möchte ich an der Stelle mal anmerken. Ready. Durch dieses... Wirklich, dadurch, dass man halt tatsächlich so einen dreidimensionalen Raum hat und nicht mehr so eine 2D-Karte... Kann man sich hier ganz schön verlaufen auf der Karte. Wo war denn jetzt eigentlich das Zielgebiet? Hier war doch das Zielgebiet, ne? So, was haben wir jetzt hier? Drohne mit Hilfe einer Bergungskorvette übernehmen. Das ist so das Letzte, was hier so ready auf dem Plan steht eigentlich. Macht er das jetzt automatisch hier? Muss ich dem nicht extra was sagen? Kann ich eigentlich auch die Karte irgendwie hier mit den Tasten irgendwie umdrehen oder so? Ich glaube, ich muss gleich mal ein bisschen in die Optionen reingucken, was wir hier für Möglichkeiten haben. Wenn ich wüsste, wie man ins Menü kommt, das weiß ich ja auch nicht. Das kommt ja erschwerend dazu. Ich habe keine Ahnung, wie man ins Menü kommt. Ist das nicht furchtbar? Startmanager. Was alles gibt. Wie komme ich denn ins Menü? Okay, jetzt machen wir erstmal. Doors will be sealed in 2 minutes. Abort system standing by. Hyperspace module fully charged. I am ready to initiate quantum wave generation on your mark. Good luck, everyone. All sections have reported in. We are clear to proceed. Trigger the hyperspace drive at your discretion. Machen wir erstmal, oder? Attacke. Schnelles Andocken. So, jetzt aber ganz schnell zurück zum Mutti. Und dann zoomen wir hier raus, offensichtlich. Und dann sind wir weg. Okay. Jetzt lädt er irgendwas. Jetzt lädt er irgendwas. All hyperspace systems operating at full power. If the hyperspace targeting system is accurate, we will emerge in close proximity to the support vessel Kar Salim. This ship has spent the past 10 years traveling on conventional drives to reach the outer Karak system. The Kar Salim will monitor the quantum waveform as we return to normal space and assist in tuning our drive control systems. If the hyperspace module malfunctions, the Kar Salim will provide assistance and resupply.
Mission objectives will be to dock with the support vessel in order to complete adjustments to the mothership and her drives. Und da kommen wir aus dem Hyperraum. We made it. Hey, we made it. Jump complete. All systems nominal, and the quantum wave effect has dissipated. We have misjumped. The support ship is not here. Fleet Command will signal the Kar-Salim while we confirm our current position. This is the mothership calling support vessel Kar-Salim. Come in, please. We have misjumped and are requesting your beacon. This is the mothership calling support vessel Kar-Salim. Please respond. Da ging wohl was in die Hose. Priority alert. We have picked up the Kar-Salim's automated beacon. Send a probe to make contact and re-establish communications. Da sollen wir gewiss hinfliegen, oder was? Sonde zu Kar-Salim schicken. Das heißt, wir brauchen jetzt eine Sonde. Irgendwo konnte ich eine Sonde bauen, das habe ich schon gesehen. Hier kann man eine Sonde bauen. Dass ich nicht ins Menü komme, belastet mich jetzt schon irgendwo ein bisschen, ne? Ach, guck mal hier, man muss einfach auf dieses Ding klicken. Was red ich heute denn? Man muss einfach auf dieses Ding klicken und dann kommt man auch ins Menü. So, Optionen. Jetzt schaut mal an hier. Jetzt können wir doch mal auf die Steuerung gehen und dann sehen wir alle Schiffe auswählen. Kamera. So, wir haben F, wir haben POS 1, wir haben 0 in der 10er, wir haben nächster Fokus, Bild hoch, runter, wir haben vorn schwenken, hinten schwenken, links, rechts. Oben, unten, links, rechts, einfügen, entfernen. Okay, da kann ich so nach oben, unten schwenken. Ja, ihr seht, da kann man sich schon jetzt auch ein bisschen mit beschäftigen. So, zurück ins Spiel. Ah, so geht's hoch, runter und so bewegen wir uns. Aber so die Neigung kann ich mit der rechten Maustaste dann ändern. Und dann wird das sowas von 3D-mäßig hier unterwegs. So, was war denn hier eigentlich mit der Sonde? Gibt es die mittlerweile? Gibt es hier irgendwo eine Sonde? Forschungsschiff? Mutterschiff. Wo könnte denn die Sonde sein? Jetzt bin ich schon wieder zu dicht rangezoomt. Also irgendwo gibt es hier eine Sonde. Wie finde ich denn jetzt meine Sonde? Mothership. Hier ist meine Sonde. Juhu. So, die schicken wir dahin. Attacke. Mit Shift hat er gesagt, alles markieren, oder? Was macht er denn jetzt? Aha, hier kann man dann irgendwie welche zur Gruppe. Ach, guck mal, der hat sich die sogar gemerkt, die Gruppe von vorhin. Das finde ich ja vorbildlich. Wollen wir einfach mal hier, damit die sich nicht langweilen, dass die mal ein bisschen was arbeiten. Oh, was passiert denn jetzt? Da ist was Kaputtes, oder? Was machen die beiden denn da? Was geht denn jetzt ab? They're attacking.
The mothership is under attack. Engage incoming units. The mothership must be defended. So, was heißt das? Wir müssen jetzt hier einfach mal... Wir stellen hier mal auf Aggro und legen mal los, oder? Und vielleicht müssen wir was bauen nochmal, so ein bisschen. So ein paar Jäger. So ein paar Jäger. Schadet bestimmt nichts, ne? Packungskorvett brauchen wir wahrscheinlich jetzt gerade mal nicht so richtig. Rohstoffsammelding brauchen wir auch nicht. Und. Nach der Investigation. Da ist anscheinend irgendwas nicht richtig übersetzt worden, oder? Oder heißt das einfach in Deutsch so? So, hier geht es auf jeden Fall jetzt gerade schon mal so ein bisschen ab. Local resources exhausted, fleet. Moving on. Scout complete. Das ist jetzt Steuerung A übrigens gewesen. We've got enemy contact. Ich bin mir immer so ein bisschen unsicher, ob die jetzt auch machen oder ob die einfach nur... Aber ich baue ja auch kräftig Aufklärer, ne? Also von daher... Mothership. Habe ich mittlerweile 10 von der Sorte. Und die sollen einfach Aggro drauf sein. Und einfach hier mal kräftig... Doch am besten diese Raketenkorvette erstmal platt machen, oder? Also man muss sich mit dieser Steuerung, man muss sich da echt ein bisschen anfreunden mit. Die ist teilweise wirklich ein bisschen verwirrend. Man weiß jetzt auch gerade nicht so richtig, wer gerade rum explodiert. Ne? Das ist, glaube ich, so der taktische Screen. Hier funkt irgendwas, alles Mögliche. Scout complete. Scout complete. You're looking fine. Da ist ganz schön was los irgendwie, ne? Ihr merkt's, ne? Ich denke aber auch so ein bisschen, ich bin noch in dieser Zweidimensionalität verhaftet. Ne? Man will immer irgendwie etwas haben, wo man oben drauf guckt und da die Übersicht hat. Jetzt ist im All ist ja meistens so, dass es da gar kein oben drauf gibt. Da ist ja mehr oder weniger einfach alles oben und unten gleichzeitig. Wahrscheinlich ist auch nicht die ganz korrekte Aussage, aber ihr wisst, was ich meine. Group 1 reinforced. Bei The Expanse ist es übrigens schön dargestellt worden, dass es ja im Weltall eigentlich gar kein oben und unten gibt und das immer so ein bisschen davon abhängig ist, in welche Richtung das Schiff gerade fliegt. Weil wenn es nach da fliegt, ist dann quasi das oben gefühlt, weil es mich nach unten drückt von der wegen der Beschleunigungskraft. Und wenn es nach da fliegt, dann ist eigentlich das oben und ihr wisst, was ich meine. So, hier explodiert ab und zu mal so ein bisschen was. Das heißt, irgendwas mache ich hier, glaube ich, richtig. Ich will jetzt auch nicht übertreiben mit meinen Jägern, ne? Ich habe ja hier schon irgendwie... Die sind natürlich auch... Vielleicht kann ich was forschen. Guck mal, ich kann hier ein Jäger-Chassis. Oh, hier, das ist doch was Gutes. Das erforschen wir doch mal. Das hätten wir, glaube ich, vorhin schon mal machen sollen. Alright, let's heat it up in here. So, wir forschen mal ein bisschen und dann gucken wir mal, ob wir da ein bisschen mehr Wumms-Raumschiffe hier hinbekommen. Was wir schon mal festhalten können ist, es ist nicht friedlich im Weltall. Also langsam habe ich doch gewiss hier ein bisschen die Übermacht, oder? Research complete. So. New research available. Was können wir jetzt machen?
Oh, hier jetzt können wir nämlich Abfangjäger bauen. Wir bauen Abfangjäger. Ja, das machen wir erstmal hier. Mit den Abfangjägern geht's dann nochmal so gut. Group 1 reports victory. Interceptor complete. So, was könnte jetzt ein Abfangjäger sein? Das könnte ein Abfangjäger sein. Den stellen wir auch auf Akro. Und dann... Hostile units destroyed. Threat eliminated. Mothership sustained minor hull damage. Repairs are underway. Interceptor complete. The Carcelim has been destroyed. Heavy weapon damage is visible on the remaining fragment. A salvage corvette must be sent to retrieve the mission data recorder. So, was ich jetzt mal gucken wollte, gibt's auch Untertitel eigentlich? Also ihr habt festgestellt, es ist Englisch, die Oberfläche ist Deutsch. Was ich mir wünschen würde, wären Untertitel in Deutsch. Möglicherweise kommen die, wenn man sie anhakt. So, was sollte ich denn jetzt eigentlich machen? Die Carcelim bergen. Was immer nochmal die Carcelim war. Was ich verstanden habe, ich brauche ein Bergungsschiff. Das hatte ich doch irgendwo. Da ist die Bergungskorvette. Und die Bergungskorvette... die schicken wir jetzt mal hier hin. Vielleicht schicke ich einfach alle mal dahin, oder? Destination locked in. Das wäre doch mal eine gute Sache. Standing by. Dann muss doch die arme Bergungskorvette nicht ganz alleine dahin fliegen. Und wenn da was Doofes läuft, dann sehen wir es vielleicht auch vorher. Und hier kommen meine Kleinen angedüst. Die Aufklärer, die Abfangjäger kommen hinterher, wie sich das gehört. So, und hier schicken wir jetzt einen Übersprungtest-Aufklärungsteam hin, oder was? Das sind unsere Rohstoffsammler, dass wir die dahin schicken, ist auch ein bisschen doof. Das Mutterschiff hat anscheinend keinen richtigen Bock, sich irgendwo hin zu bewegen. Destination locked in. Dann können doch die hier, die können doch auch einfach mal weiterarbeiten. Underway. Moving to destination. Collection confirmed. So, in der Zwischenzeit sind wir mit unserem Bergungsschiff irgendwie beschäftigt. Priority alert. Additional hostile units detected on an intercept course with the Carcelim. Protection of the salvage team is a primary objective. Ja, das können wir doch. To the mothership with the mission recorder. We need that data. Ja, aber sowas von. Komm, wir machen mal hier Steuerung 1. Reinforced. Roger. Attack coordinates locked in. Light fire confirmed. Guckt euch das mal an hier, die wuseln jetzt aber auch ganz schön hier durch die Gegend. Die halten aber nicht so viel aus, ne? Die werden schon auch ab und zu mal abgeschossen. Group 1 has defeated the enemy. Pursuing targets. Aber auf jeden Fall halten die die schon mal schön ab von unserer Bergungskorvette, ne? Damit die schön nach Hause fliegen kann. Group 1 reports victory. Es ist schon ganz schön unübersichtlich, oder, das Gewusel hier? Aber jetzt gar nicht mal so negativ gemeint. Group 1 has defeated the enemy. It's an enemy carrier. They appear to be reinforcing their squadrons of fighters and corvettes with it. Hier so ein Fetten oder was? Und den soll ich jetzt angreifen? Attack vector laid in. Salvage team docked safely. Downloading mission data recorded. Complete.
Skillen wir es mal, ne? Da, die schießen natürlich aus allen Rohren hier. Ah, okay. Scheinbar war das so eine Sache mit, lass das lieber mal. Wir haben es nur nicht mitbekommen. Das juckt den überhaupt nicht, was ich hier mache, ne? So, was ist denn unsere Aufgabe eigentlich? Bergungsteam verteilen, wir haben doch alles geschafft hier. Achso, hier geht's gleich irgendwie weiter. We are detecting enemy units advancing on our position. Organize a defensive force to protect the mothership. Was heißt denn das jetzt hier? Was soll ich denn da jetzt machen? Ich habe doch schon hier alles organisiert, um das Mothership zu protecten. Ich baue einfach nur mal ein paar Abhangjäger, oder? Offensichtlich darf man hier auch nicht kleckern, sondern muss eher klotzen, ne? Construction underway. Interceptor complete. Stay on top of them. Group 1 reporting. Interceptor complete. This is looking good. Stay tight. Nicht auch irgendwie was forschen und dann irgendwie Bomber oder sowas? Interceptor complete. Interceptor complete. Kann ich hier eine Reparaturdings bauen? Nee, das ist eine Bergungskorvette. Interceptor complete. Rohstoff. Das ist nach der Investigation. Interceptor complete. Hier, ihr lieben Interceptors, ihr werdet jetzt auch mal ganz schön ein bisschen aggressiv und greift hier mal die Gegner an, direkt. Interceptor complete. Interceptor complete. All stations reported by the numbers. Wir geben uns ja schon Mühe, ne? Das Trägerschiff ist jetzt nur relativ unbeeindruckt von dem, was ich da veranstalte. Sind die eigentlich jetzt alle automatisch auf aggressiv? Nicht so richtig, gell? Show no mercy. Combat stations look sharp. Interceptor complete. Wir bauen hier Abfanggänger ohne Ende. Ach, ihr seht das möglicherweise gar nicht, was hier hinter passiert, ne? Wollen wir es mal so machen? Dann hört er mich, aber ihr seht auch, was hier hinten ist. Also hier haben wir also die Möglichkeit, hier sehen wir halt die ausgewählten Schiffe, ja? Die kann ich dann hier auch entsprechend auswählen. Und hier unten habe ich dann noch die Möglichkeit, verschiedene Formationen auszuwählen, ne? Viel mehr sieht man hier aber auch nicht. Und hier hat man noch halt, wobei das habt ihr auch mit mir gesehen, ne? Genau. Da sieht man dann halt noch die Einstellung, aggressiv und was war das, defensiv und passiv. Ich kann momentan offensichtlich keine Jäger mehr bauen, weil ich keine Rohstoffe mehr habe. Acknowledged. Show no mercy. Attack vector. We've determined that these enemy units are inferior to ours. To protect against penetration of the Karak system, destroy the attacking force completely. Ja, ich versuch's ja. Ich hab da nur relativ wenig gegenzusetzen, muss ich gestehen. Hier sieht man jetzt auch, upsala, hat das hier verschiedene Schadensdingskirchen. Weil da ist ja irgendwie. Wollen wir von unten das Ding mal angucken. Triebwerke. Ach, schaut euch das mal an hier. Wollen wir einfach mal die Triebwerke angreifen. Vielleicht haben wir da ein bisschen mehr Erfolg bei der ganzen Sache.
Local resources exhausted. Moving on. Alright, hang in. Aber so richtig Schaden mache ich hier, ne? Das habe ich den Eindruck. Resource operation reporting enemy contact. Meine Angriffe haben eher so symbolischen Charakter. Und jetzt habe ich mich natürlich hier mit meiner Rumdreherei hier völlig vernavigiert. Aber hier sehen wir doch alles schön im Blick irgendwie. Also hier behaken zwei meiner Abfangjäger diesen Typen da. Und alle anderen gehen hier aufs Trägerschiff. Erscheint mir auch fast ein bisschen sinnvoll, dass das so ist. Auch wenn ich nicht so richtig weiß, ob ich bei diesen Triebwerken überhaupt irgendeinen Schaden auslöse. Oder ob das eher so... Da können sie eigentlich auch die angreifen, ne? Guck mal, wir haben auch hier noch ein paar. Interceptor complete. Assume combat station. Kann ich eigentlich auch hier die Geschwindigkeit ein bisschen erhöhen? Wobei ich habe den Eindruck, dass es keine gute Idee ist, weil ich hier schon irgendwie auf die Geschehnisse reagieren sollte, die hier gerade irgendwie passieren. Ich weiß nur auch nicht so richtig, was ich da jetzt machen soll. Weil ich mache irgendwie null Schaden auf dieses Ding. Und mehr kann ich kann hier einfach das mal erforschen. Gleich bringt's ja irgendwas. Hier sieht man übrigens die Gruppen, die ich habe. Hier unten haben wir noch mal so ein... Ah, kann ich draufklicken? Okay. Also wenn der das jetzt abschießt, dann habe ich keine Ahnung, was ich hätte machen sollen, muss ich ganz ehrlich sagen. Combat stations look sharp. Ja, ich muss das Trägerschiff zerstören, offensichtlich. Group one, standing by. Aber ich habe natürlich auch so gut wie nichts mehr, ne? Subsystem target acquired. Copy. Lock all weapons on target. Habe ich irgendwo noch irgendwas, was irgendwas angreifen könnte? Let's say calm. So richtig nett, ne? Die sind alle kaputt. Insufficient resources. Ja, toll. Copy. Also guckt euch das mal an. Ich habe jetzt hier irgendwie noch drei Abfangjäger. Ich habe zwei Abfangjäger, also fünf. Und mehr ist nicht mehr hier. Mehr Einheiten habe ich einfach nicht mehr. Doch, hier sind noch 9 Abfangjäger. Wo sind die denn eigentlich? Wieso machen die nichts? Target confirmed. Mothership. Was haben wir hier noch? Da haben wir das Mothership. Hier haben wir Abfangjäger. Da haben wir ein Forschungsschiff. Das bringt nicht so viel. Eine Bergungskorvette. Rohstoffsammler bringt jetzt auch nicht so viel. Abfangjäger. Also ich habe jetzt sage und schreibe 11 Abfangjäger. Und ich krieg's überhaupt nicht hin, auch nur ansatzweise irgendwo hier einen Schaden zu machen. Also hier so ein bisschen, aber das ist ja... Das ist ja Pillepalle, oder? Und hier, dass ich an dem Antrieb Schaden gemacht hätte, kann ich jetzt überhaupt nicht sagen, ne? Und der macht einfach wieder Zeit. Macht er einfach meine Truppen kaputt und das Thema ist kurz oder lang ist einfach durch. Wollen wir mal hier so ein Kamikaze-Ding machen? Konnten die sowas? Komm, wir machen mal Kamikaze. Insufficient resources. Research paused. Oh, hier, Kamikaze. Hat den jetzt auch, sagen wir mal, ein bisschen kalt gelassen, ne? Ja, wollen wir mal alle hier Kamikaze-mäßig draufjagen? Mal gucken, was passiert. Einfach nur für das Spektakel. Strike group receiving fire.
Also, das hat doch überhaupt keinen Effekt hier, was ich da gemacht habe. Ich habe auch ganz wenig Rohstoff und der hat irgendwie unheimlich viele Korvettes. Und ich kann überhaupt nichts dagegen machen. Ja, weiß ich. Kann die Bergungskorvette auch? Ne, kann sie nicht. Können die Rohstoffsammler, können die Kamikaze machen? Komm, hier, die können Kamikaze machen. Mal gucken, was passiert. Interceptor complete. Enemy units are retreating. Objectives complete. Stand by for immediate return to Karak. Okay. Ach, schaut euch das mal an hier. Schnelles Andocken. Vielleicht war das einfach nur so ein bisschen Beschäftigungstherapie. Ja, mal schauen, wie es weitergeht hier, ne? Analysis of wreckage reveals the hostile units are using strike craft ranging from fighters to combat corvettes. All pilots will be briefed in case hostiles have penetrated farther into the Karak system. On our return to Karak, the final outfit of the mothership must be accelerated in order to defend against possible future attacks. Many major mothership systems are still incomplete. We will notify Karak's missile defense system of this possible threat. The mothership will then dock with the scaffold for repairs. Stand by for hyperspace exit to Karak. Okay, also war wahrscheinlich die Idee bei dieser Mission gar nicht mal so sehr, dass ich wirklich das Ding platt mache, sondern ich musste einfach nur ein bisschen so tun, als würde ich es platt machen. Research complete. Der ist aber jetzt kaputt hier. Da ist es aber ein bisschen ärgerlich, dass ich meine ganzen... Ja, dumm gelaufen. Es ist das ja ein bisschen ärgerlich, dass ich irgendwie... Aha. Okay, eins übernehmen, alle anderen kaputt machen. So, hab ich hier irgendwas, was ich... Ich hab doch hier irgendwo eine Bergungskorvette. Und die Bergungskorvette, die kann ich doch hier mal hinschicken. Und einen kaputt machen und den anderen übernehmen. Ich muss ja schon sagen, also die Stimmung, die hier aufgebaut wird, die finde ich schon ziemlich cool. Also man leidet da ja schon gerade so ein bisschen mit und denkt sich, einfach flix, es ist irgendwie die Heimatwelt kaputt. Und man fühlt sich schon auch ein Stück weit betroffen. Ach, guck mal, hier können wir ein Korvettenchassis. Ja, dann machen wir das doch mal. So, diese Bergungskorvette, übernimmt die jetzt das Schiff eigentlich?
Können die sich eigentlich auch irgendwo bewegen? Wäre mal cool, wenn die sich bewegen könnten. Die bleiben einfach nur da stehen. Ich bin mir halt noch ein bisschen unsicher, wie das hier mit dem Übernehmen funktioniert. Ob die Bergungskorvette weiß, was sie da tut. Oder ob das jetzt eher... Da ist gerade was in die Luft geflogen. Ich habe denen aber auch echt nichts entgegenzusetzen, ne? Hier nochmal reingucken. So, das klappt nicht gerade ganz so gut. Ah, mit zwei. Ah, verflixt, ey. Manchmal muss man auch einfach lesen, gell? So, wir brauchen noch eine Bergungskorvette. Naja, vielleicht haben wir wenigstens ein paar von den Dingern noch irgendwie. Eieieiei. So, wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist sie, die Korvette? Da ist die Bergungskorvette und die lassen wir da auch direkt hier noch hin schibbern. So, und irgendwo habe ich erst meine leichte Korvette. Die kann doch hier mal ein bisschen ballern. So, was macht jetzt diese zweite Bergungskorvette? Die dockt sich hier gleich auch noch mit dran. So, und jetzt? Guckt euch das mal an. Jetzt klaut die das Schiff hier, die beiden. Und hier kommt jetzt meine leichte Korvette, die hoffentlich ein bisschen mehr Schaden macht, damit wenigstens irgendwie noch vier von der Sorte übrig bleibt. Attack complete. Awaiting further orders. Okay, das war ja schon mal... Es sind wenigstens mal vier übrig geblieben, ne? So, was sagen die Aufgaben hier? Okay, da muss ich erobern. Das passiert aber, glaube ich, gerade. Enemy units neutralized. Begin salvaging the cryo trays. Hostile vessel captured. Crew interned. Interrogation is underway. While searching the enemy ship's computer systems, we came across these flight recordings. Stand by for playback. Das gucken wir uns noch an, ne? Ja, die machen natürlich auch wirklich gründliche Arbeit hier, ne? Primary directive achieved.
analysis of the recording indicates that the Karak missile defenses heavily damaged the attacking fleet. However, we have concluded that at present they can still easily defeat us. We have therefore plotted a course to a deep space asteroid belt. There we can hide and prepare our fleet for an assault. Okay, dann machen wir das, glaube ich. Container abholen. Ich muss also jetzt hier, okay, die Container abholen. Has analyzed the captured frigate. We have reverse engineered the drive technology and developed two new ships. Plans for a third vessel are underway, but will require frigate chassis research. Okay, da können wir dann eine schwere Korvette bauen. Fein, fein, fein. So, wir speichern die Sache mal und kommen zu einem Fazit, würde ich sagen. Homeworld Remastered. Wie gesagt, Homeworld, ich glaube, vor vielen, vielen Jahren habe ich das Original Homeworld mal gesehen, aber ich wüsste jetzt nicht, was bei Remastered besser geworden ist als im Vergleich zum Original. Ich könnte mir vorstellen, die haben es eben auf 16:9 hochgezogen, dass das funktioniert, dass es auf modernen Systemen läuft. Die haben die Grafik ein bisschen überarbeitet. Ich fand es sehr schön, es sah gut aus. Die Musik ist toll, die ist mal richtig gut und die Stimmung, die hier erzeugt wird, die finde ich auch richtig gut. Also die Story, die erzählt wird, so mit diesem, wir haben da was gefunden, abgestürztes Raumschiff und haben festgestellt, das ist unsere Heimatwelt und dann testen wir mal ein bisschen mit irgendwelchen Hyperraumsprüngen rum und das klappt mal mehr, mal weniger gut. Dummerweise werden wir dann aufmerksam oder werden andere auf uns offensichtlich aufmerksam, die alles so ein bisschen platt machen. Erinnert so ein bisschen übrigens an Three Body Problem, ne? So die Geschichte mit dem dunklen Wald. Mal lieber die Klappe halten und nicht irgendwie rumwedeln, dass uns jeder sieht. Und machen den Planeten also jetzt irgendwie platt. Und jetzt, denke ich mal, entwickelt sich die Geschichte weiter, dass wir einfach auf die Suche nach der ursprünglichen Heimatwelt gehen und natürlich versuchen, am Leben zu bleiben mit dem bisschen, was wir noch haben. Ist wirklich interessant erzählt, ist toll gemacht. Ich finde die Idee, so diesen Weltraumkampf wirklich erstmal dreidimensional zu gestalten, das ist eine Herausforderung, weil man muss da wirklich irgendwie erstmal reinkommen. Also ihr habt ja auch gemerkt, wie ich zum Teil relativ verwirrt durch die Gegend navigiert habe. Das liegt ganz einfach daran, weil man sich eben nicht nur nach vorne und hinten, links und rechts bewegt, sondern eben auch nach oben und nach unten und so frei im Raum quasi rumdreht. Und das ist in so einem Strategie-Szenario jetzt nochmal was anderes, als wenn man selbst in einem Raumschiff sitzt, wie bei Elite Dangerous zum Beispiel. Da funktioniert das besser mit den verschiedenen Bewegungen. Hier ist es wirklich herausfordernd, aber spaßig herausfordernd. Also es ist nicht so, dass man da irgendwie komplett genervt ist. Am Anfang ist es, wie gesagt, recht ungewohnt. Ja, man muss sich da erstmal drauf einlassen. Wenn man sich drauf eingelassen hat, fängt es aber auch an, Spaß zu machen. Ich finde auch die Sache, dass man wirklich mit ganz wenig irgendwie anfängt, was am Anfang echt frustrierend ist, dass man natürlich dann, man hat halt die Aufgabe, du dieses Trägerschiff abschießen. Das klappt aber nicht, weil ich überhaupt nicht die richtigen Waffen habe. Man hat aber den Eindruck, man lernt dann so ein bisschen dazu und dass man halt auch die feindliche Technik da so ein bisschen kapern kann, ist auch irgendwie ganz interessant, dass man forschen kann. Macht auf mich den Eindruck, als könnte man hier sehr viel Spaß dabei haben. Das kann man natürlich immer so nach einer Stunde immer natürlich schwer beurteilen, wie es in 5 Stunden aussieht. Aber ich glaube, wer Spaß an Echtzeitstrategie hat und wer auch mal was anderes haben will, eben mit diesen 3 Dimensionen und so weiter, der findet hier was ziemlich Cooles. Und deswegen würde ich dem guten Homeworld Remastered, ich habe jetzt nur den ersten Teil geguckt, zum zweiten, ich würde mal sagen, der geht wahrscheinlich genauso ab. Ich gebe ihm mal die 5 Fähnchen. Und lohnt sich auf jeden Fall mal reinzuschauen. Und ja, man muss sich aber darauf einstellen, dass man eine gewisse Eingewöhnungsphase braucht. Ja, man sollte auf jeden Fall das Tutorial machen und nicht 2 Wochen warten, bis man dann weiterspielt. Man sollte das Tutorial machen, damit man überhaupt mit der Steuerung und mit der Philosophie davon ein bisschen vertraut wird. Und dann hat man jede Menge Spaß. Das war alles, was ich sagen wollte. So, ihr wisst Bescheid. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Ansonsten
Abonniert diesen Kanal, damit ihr beim Überspringen nicht verloren geht. Macht Dinge, die euch Freude bereiten. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.